Weiter geht's mit Bayer Leverkusen in der Live-Karriere. Zuletzt sehr gute Form. Dreimal in Folge gewonnen und zwar zu null. Immer wieder dank Florian Wirtz, aber auch dank Radetzky. Der hält nämlich super. Gegen Hecken, Union und gegen Werder Bremen, da wären mehr Tore drin gewesen. Zweimal Abseitstor. Aber gut gespielt. Jetzt geht's wieder in den Europapokal, die englischen Wochen sind zurück. Da will die Mannschaft doch genauso weitermachen, ist doch klar. Radetzky sei Dank, wie gesagt, wir sind schon 3 Spiele in Folge ohne Gegentor. Und das sieht in der Tabelle inzwischen auch ganz gut aus. Also Platz 5 und nur 4 Punkte hinter Platz 2. Naja, die Münchner sind noch ein bisschen weiter weg, aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt kommt Europa League und da sieht es auch gut aus. So, aber trotzdem wollen wir gegen Molde noch den Sieg. Zum einen, um diesen einen Punktverlust da zu rächen aus dem Hinspiel. Und zum anderen, weil wir dann sicher Erster sind. Vorher wird aber der Trainingsplan angepasst. Und mal sehen, was die Nachrichten so sagen. Ja, ja, Trainingsplan, bla bla bla. Und Tabsoba ist wieder spielbereit. Das ist sehr gut. Der hat uns in der Abwehr nicht wirklich gefehlt, ehrlicherweise. Lojek ist froh. Naja, der wird auch wieder spielen können. Ich glaube, dem Boniface können wir gut eine Pause gönnen. Denn nach Molde geht es auch ganz bald schon gegen Dortmund. Kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Also ein paar von den Jungs bleiben tatsächlich zu Hause. Xhaka, Grimaldo, Boniface und Tah. Dafür haben wir in der zweiten Reihe ein paar Leute, die sonst nicht so oft drankommen. Und die erste Mannschaft sieht jetzt so aus. Ah, damit sollten wir gewinnen. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wir hoffen auf Patrick Schick, dass der heute mal wieder trifft. Muss ich ein bisschen beweisen. Und dann geht's auch schon los. Also, dominantes Auftreten. Hoffentlich früh in Führung gehen. Das Ganze dann hier runterspielen. Arthur ist neu in der Mannschaft. Ist auch kein schlechter. Mal zeigen, was er drauf hat. Grimaldo vertreten. Der geht direkt. Boah, gar nicht mal schlecht. Aber dann verzieht er den. Er hat ein bisschen schlenzen müssen. Dann kommt auch Molde zum ersten Mal zu uns in den Strafraum. Und da muss Radetzky ran, weil die Abwehr ein bisschen gepennt hat. Ja, der Hinkapi rennt einfach um den Gegner rum. Aber Radetzky ist ja auch gut in Form. Das geht alles schnell heute bei Leverkusen. Hoppala. Wirtz. Und Adli 1-0. Jawoll. Vorsicht. Schick hat das schön gesehen, dass er da hinten noch ganz frei steht. Und das war zu einfach. Torwart schon in der falschen Ecke. Ullala, schon wieder eine Chance für Molde. Was ist denn los? Nur aufpassen. Oder noch mehr kontern. Wirtz. Der geht einfach vorbei. Jetzt? Schick. Ah, der wird geblockt. Mann. Und da geht schon wieder der Arthur. Es gibt nichts Besseres als die mitangreifenden Außenverteidiger. Und wieder rollt Bayer. Wirtz. 2-0. Und der Arthur spielt richtig gut mit. Muss man ja sagen. Schöne Vorlage. Wirtz ganz überzeugend. Das ist genau das Spiel, das sich der Trainer gewünscht hat. Leverkusen zeigt mit seinem Tempo hier gar keine Gnade. Wieder geht's geradeaus. Schick wird nicht angegriffen. 3-0. Halbe Stunde erst rum. Was denn los? Na, wenn er den Platz lässt. Sehr stark. Ecke für Molde. Der kommt, naja, nicht ganz aufs Tor. Und Erklärungsversuch von Tabsoba. Der wird direkt zur Vorlage für Adli. Guck mal, der ist wieder ganz frei durch. Kommt aber leider nicht dran. Nächster Versuch Leverkusen. Diesmal ist es Frimpong. Auf Schick. 4-0. Da hat Molde einfach überhaupt nichts auszusetzen. Gegen diese Konter. Ja, aber auch keine gute Abwehr. Schick mit seinem zweiten. Molde hat komplett den Faden verloren, Leverkusen oben auf und die kombinieren sich jetzt da einen durch. Das ist Palacios. Und dann ist Wirtz frei. Oh, der geht rüber. Halbzeit, 4-0. Ja, was war denn das für ein Turbofeuerwerk, ey? Hier sehen wir das, 60% Ballbesitz, 7 Torschüsse, die immerhin auch 3. Aber so richtig gefährlich war das nicht. Und beim Stand von 4-0 können wir natürlich ganz getrost wechseln. Lojek soll seine Chance bekommen. Stanisic. Darf der Mbamba auch schon mal ran.
Und dann frisch auf in die zweite Halbzeit. Also, die Neuen sollen zeigen, was sie können. Das ist Frimpong. Flankt mal. Patrick. Schick. Nein, es war der Logic. Gerade erst drin. Doppelpfosten rein. Jawohl. Mit dem Kopfball, das ist auch nicht so oft. Und was für ein Kopfball, ey. Hat er richtig schön gemacht. Und der letzte Zentimeter ist ein Glück. Jetzt geht Adli wieder. Schick zum zweiten. Nein. Den Teller kann man da hinten rechts nicht gebrauchen. Der muss da vorne spielen. Dafür darf der Monamai ran. Nee, der Puerta. So. Ungewohnte Position. Dafür rutscht der Bamba darüber. Der ist nämlich schnell und stark. Der kann das auch spielen. Da haben wir nochmal zwei Wechsel. Und das soll die Leverkusener Spieler gar nicht abhalten, denn Molde ist einfach nicht mehr präsent. Da ist der Bamba. Auf Andrich. Und der flankt einfach mal. Bombs! 6:0. Was eine geile Flanke. Der Andrich hat den Schick da gesehen und der wird einfach nicht angegriffen. Nee, bei so einer Verteidigung. Jetzt bleibt Leverkusen einfach in dem Strafraum. So lange, bis eine Schusschance frei ist. Pfosten von Bamba. Eieiei. Einen Konter gibt's noch. Leverkusen wieder. Bamba ganz drüben. Und das 7:0. Jawohl. Logic zum zweiten. Ja, sehr schön. Warum gar nicht viel zu sagen. Einfach gut gespielt und aber auch einfach eine schwache Abwehr, gegen die wir hier spielen. Denn dann ist auch schon Schluss. Leverkusen gewinnt 7:0 und ist damit gut gerüstet für das Topspiel gegen den BVB. Patrick Schick, 3 Tore. Herzlichen Glückwunsch. Muss man sich jetzt überlegen, wenn man in der Liga spielen lässt. Schick oder Boniface? Nur der Vollständigkeit halber, jetzt sind wir sowas von Erster. Und das letzte Spiel gegen Craiova, die immerhin 7 Punkte gesammelt haben, das ist ein Auslaufen. Also, wie gesagt, in der Bundesliga geht's hart weiter mit erst Dortmund und dann bald Stuttgart. Und zum Spieler der Woche würde ich ja gerne den Arthur wählen. Der hat nämlich auch sehr gut gespielt, aber der Schick mit 3 Toren war natürlich noch ein Ticken besser und hat sich damit wahrscheinlich den Einsatz gegen Dortmund verdient. Das sehen wir dann am Wochenende. Bis dahin, Wiedersehen.